Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim, die Unendliche. Wir sind hier bei dem Quest oder bei der Quest der Segen der Natur. Ich habe da nie gar reine Quelle meine Hilfe bei der Heilung des güldengrünen Baums vor dem Tempel von Kühnred in Weißlauf zugesagt. Ja, Ziele, ja. Ja, wir haben jetzt schon die ersten zwei Sachen erledigt, nämlich Nesselfluch gebracht, und jetzt wollte die Aufgabe nicht übernehmen, und das machen wir jetzt, nämlich Ahnen Schimmerharz in den Besitz zu bekommen. Da haben wir einen Pilger, ja? Ich fühle mich schon besser. Maurice Jondrell, und der wird uns ich jetzt halte diese Schmerzen nicht aus. Begleiten. Gut so. Habt ihr das Ahnen Schimmerharz? Ja, was ist denn los? Wir waren doch noch gar nicht draußen, oder? Aber ihr seht ja schon, Frauen sind dermaßen ungeduldig, aber kommt Zeit, kommt Rat, und kommt Alter, kommt auch die Geduld, Leute, ja, und ich weiß schon, dass man bei meinen Let's Plays unendliche Geduld zeigen muss. Ja, und die Ladebalken werden auch immer länger, ich weiß ja auch nicht, was da jetzt los ist. Gut so, also Maurice, auf geht's. Wo müssen wir da hin? Schauen wir gleich mal auf die Karte. Das Ziel ist hier, und wir waren da Nebelwacht, Dunkelwasserkreuzung. Ich glaube, das ist das nächste. Ja? Da spawnen wir gleich mal rüber. Ja? Auf geht's. Schnell zur Dunkelwasserkreuzung. So, und jetzt betrachten wir uns mal kurz die Drachen. Die sind nämlich extrem schön gemacht, finde ich. Obgleich ja die auch extrem lästig sind. Da hätte man sicher einiges mehr machen können. Man kann mit ihnen nicht reden, obwohl wir ihre Sprache kennen, und so weiter und so fort. Ein bisschen mehr interagieren. So, wo ist der Marker? Der ist da hinten. Und ja, wie gesagt, dunkel ist es wieder mal, und 2 Uhr, 9 Uhr müsste reichen. Dann laufen wir gleich mal zu. Jetzt sind wir mittlerweile, ja, zwei Begleiter, ein Hund, ein Pferd. Rosinante, die ist auch immer mit dabei, aber wir reiten ja nicht. Wir müssen darüber. Es gibt da einen wunderschönen Baum, der bei den Göttern aus einer Höhle in die Höhle. Ein Drache. Oha. Da ist ein Drache, Leute. Na, lass uns da rüber. Der kreist da wie ein Geier um, ne? Ja, was weiß ich. Da ist auch einer. Ja, da ist ja auch einer. Was seht ihr? Ich glaub's ja nicht. Wir werden uns da gleich einmal ausrüsten. Dann brauchen wir da... Ich nehme da gleich einmal auf gut wohl. Eisstachel, Feuerblitz, passt. Und jetzt zielen wir gleich. Was sind beide Hände natürlich, ja. Komm her zu uns. Ja genau, passt ja schon. Mein Gott, die Jungs, die wissen auch nicht, was sie wollen. Da hinten. Wo kommst denn du runter? Stirbt, elender Drache! Ich reiße euch das Herz auf! Das ist schon wieder so ein alter Drache, dass die Alten nie genug bekommen, ne? Vom Versengern, Verbrennen, Verheizen. Ja. Wer genau schießt denn dann noch mit Feuerbällen? Bin das ich allein?
Haha. Na komm. Ja Leute, ihr wisst, warum ich jetzt immer sage, die Drachen sind extrem lästig. Ja. Und treffen sollten wir auch. Also in der Third Person kann man nicht genau zielen. Das müsstet ihr mittlerweile auch schon mitbekommen haben. Wo ist denn der jetzt? So, und jetzt probieren wir mal mit einem Schwert, ja? Feuereis, Schwert in die rechte Hand und wir haben ja auch noch irgendwas anderes da. Ein Kolben, eine Axt in die rechte, laufen drauf zu und... Ja, ein Endmove. Komm, jawoll. Ja. Haha, Tosita. Die hat sich's jetzt gegeben. Cool, man. Wir stecken das Zeug mal weg. Ja, das war's. Endlich. Ja, bin ich froh. Endlich mal einen coolen Move. Ja, das war's. Leute, ihr könnt euch nicht sagen, wie ich mich freue. Endlich einen coolen Move. Was wollte ich denn jetzt? Starke Heilung schnell für die Jungs. Ich weiß ja nicht, wie die... Hm? Mekko, alles okay? Surfhalter sagt Nummer 2. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Oh, die braucht schon viel Energie, die besondere Heilung da. Da müssen wir uns gleich wieder mal umziehen. Einmal, zweimal, dreimal und viermal und dann geht's schon. Dann bleib hier. So. Bei den Göttern, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay. Mekko, alles okay? Bist du denn wirklich tot? Gut so. Ja, passt schon. Mehr brauchen wir nicht, komm. Also, lieber Drache, wir werden dich gleich einmal plündern hier. Ruckzuck, Stahlschwert, Elfenschild, das ist nicht so schwer, das nehmen wir. Die Pfeile sind cool, Amethyst, die sind wieder... Drachenschuppen gibt es immer so wenig, ja, die nehmen wir doch gleich. Ja, und ein wenig Gold und... Na gut, das Schwert auch gleich. So. Jetzt schauen wir, ob es da Kollateralschaden gab. Aha, die schauen nur, ja. Ah, das ist die, ja. Mit der sollten wir mit der Klippenspringer auch noch was machen. Aber wir machen da jetzt mal einen anderen Quest, ja. Schauen, dass wir wenigstens in die Nähe von dem kommen. Weil da vorne ist ja noch ein Drache. Und ich glaube, den werden wir uns auch gleich zu Gemüte führen. Wenn das nur heiße Quellen sind, ist das okay. Schaut euch die Blumen an. Drachen, ja, cool. Verbrennen wir uns da die Füße? Mal sehen. Na, lass uns doch darauf. Wir müssen eigentlich dahin. Sollen wir uns den gleich holen? Ein Bär. Ah, wir brauchen Bären. Bärenfälle, Leute. Ich bin zwar nicht so, aber... Komm her. Nehmen wir. Ah, der hat Pfeile gegessen, Leute. Bärenpelz und ja, nehmen wir das halt auch mit. So, ja, wir haben zu Hause auch noch ein paar. Ich werde es ja auch nicht müde zu behaupten. Da, was macht denn der Drache davon? Schleichen wir mal kurz. Weil da gehen ja Dinge ab, die, ja. Seid ihr auch schon da? Seid ihr alle da? Ja?
jetzt ganz leise. Weil ein Drache und andere Gegner und so. Was macht denn der da oben? Wo müssen wir da hin jetzt? Ich nehme mal das da oben schnell. Wir schleichen nichts mehr. Kleiner Seelenstein, Vulkanglas durch. Winziger Seelenstein, winziger. Und die Tragödie in Schwarz. Eine Volkssage aus der Zeit der Oblivion-Krise. Und genommen, da ist ein Kasten. Denn da können wir gar nichts machen. Wir sind aber da richtig, oder? Ja, der ist schön, der ist golden. Und ja, wie gesagt, auch gefährlich, nehme ich an. Wir setzen da wieder, das letzte war ja ein Feuerdrachen, jetzt nehmen wir die Eisstachel mal in die Hand, mal sehen. Oh, das dürfte auch ein Eisdrache sein, also nehmen wir das in die Hand. Oh, nein. Hat der jetzt Feuer gespielt? Ja, aber wie? Dann brauchen wir die Eisstacheldinger. Komm runter. Mach nicht so einen Wirbel. Das mit dem gleichzeitig Zaubern. Ist das Wilkers? Ja, der Sch. Was ist denn jetzt los? Ah, der hat ihn gelähmt oder was? Mit seinen Pfeilen, Wilkas? Und jetzt schnell noch einmal das gleiche, vielleicht bekommen wir noch einen coolen Move zustande. Dieses Schwert und wir hatten noch diese, wo waren das? Lähmen, Gesundheit absorbieren, Axt. Ja, genau. Und schnell drauf los. Ne, da war nichts mehr. Ja, ein cooler Move im ganzen Spiel bei den Drachen, das war wohl, ja, genug. So, ich glaube, ich muss dich wieder heilen, alter Freund. Ja. Wunden schließen. Wo ist denn starke Heilung? Da ist das Zeug. Und wir rüsten uns dann gleich einmal aus, wieder, wie es sich gehört. Ja, ihr sagt jetzt ja, das Doso ist immer nur am Umziehen. Okay. Alles klar bei dir und du, Wilkers. Ich muss jetzt kurz einmal nachschauen bei Wilkers. Ich bin noch da. Ich möchte mal Dinge mit euch da. Was braucht ihr? Ob der ein paar Seelen schon aufgenommen hat bei sonstigen. Der hat ja Seelensteine. Großer. Da, der hat gar nichts. Der verwendet einfach den Bogen nicht, den ich ihm da gegeben habe. Pfeile hat er auch noch genug. Das Schwert, das Seelenbogen, den verwendet er nicht, ne? Oh doch, oder? Was ist denn jetzt? Ich gehe dann mal nach Hause. Nein! Falls ihr mich braucht. Mögen die Götter über... Und keine Sekunde zu früh. Ah, verflixt. Einigen reichen Leuten wurde ein Schmuckstück gestohlen. Wir sollen es zurückholen. Natürlich beschuldigen sie eine Gruppe Zauberer. Wer weiß, was die damit wollen. Aber wir wollen es zurück. Ja, ist schon klar.
Das sind nicht die Antwort, die ich erhofft hatte. Ja, ja, schon klar. Aber wie ihr meint. Aber du folgst mir jetzt. Vergeuden wir keine Zeit. Gut so. Hoffe, ist der Quest noch eingeloggt, ja. Wir werden da jetzt schnell durchsuchen. Die Pfeile, Drachenknochen. Und jetzt bin ich ja bald wieder überlastet. Das kann ja nicht wahr sein. Ich muss ihm jetzt was geben. Schnell wir noch. Wir halten an. Was ist los? Was braucht ihr? Ich brauche gar nichts. Du kriegst jetzt von uns ein paar Pfeile, ja. Die kriegst du jetzt geben, nämlich alle. Nesselfluch haben wir noch. Schwert, Stahlpfeile kriegst du auch alle. Das Schwert brauchst du auch nicht. Und noch, was haben wir da? Drachenknochen, die sind schwerer. Die gebe ich dir mal. Ja, mehr kann er eh nicht tragen. Vielleicht da noch einen. Ja, noch einen. Auch nicht. Nun gut. Na los. Wir werden da... was habe ich denn da in der Hand? Kurz einmal einen Schnitt machen, ja. Und ja, schauen, wie es da jetzt weitergeht, wo wir jetzt da hin müssen. Wir sind ja da gerade mal richtig, glaube ich. Okay, Leute. Ich stelle mich nur kurz darauf, dass wir das auch alles sehen. Okay. Gut so, Surferler sagt Nummer 2, Wilkers und Tosita verabschieden sich jetzt und wünschen euch noch einen schönen Abend. Euer Toso, ciao.